Grüße und herzlich willkommen, liebe Mitsammler bei Visibi from Germany. Heute zeige ich euch ein Stück Kindheit, oder besser gesagt, die Rollerblade-Serie, die ich als Kind toll fand, aber nie bekam, wie das im Leben immer so ist. Besonders spannend fand ich die immer wegen der Boxen und auch wegen der Werbung mit den funkensprühenden Rollerblades. Ich fand's toll. Meine beste Freundin von damals hatte sie auch, aber nur die Barbie. Bei der Serie gab's übrigens nur Barbie und Ken bei uns. Der Rest war nur in den USA erhältlich. Aber da wir es nicht wussten, konnten wir auch nicht protestieren oder so. Solche Unterschiede in der Veröffentlichung stellte ich erst später fest. Wie das so üblich ist, reizen Dinge, die man als Kind nicht haben konnte, als Sammler. Die Rollerblades, die ich euch noch zeige, sind übrigens die frühen Ausgaben. Die späten Ausgaben haben das Funkensprühen nicht mehr. Es wurde irgendwann nach Produktionsanlauf für zu gefährlich empfunden und die Produktion wurde umgestellt. Das Prinzip ist ähnlich wie bei den Spielzeuggewehren. Da reiben ja bei einigen Modellen auch zwei Dinge aneinander. Ich kenne mich mit dem Material nicht so genau aus. Vielleicht weiß es ja einer von euch genauer. Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Der Funken, der entsteht, ist übrigens auch nicht heiß. Es tut auch nicht weh. Wie das immer so beim Filmen ist. Und weil ich Linkshänderin bin, drehe ich auch gerne mal in die falsche Richtung. Also nicht wundern, warum ich in die falsche Richtung drehe. Das passiert einfach häufiger mal. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Ausflug in die Technik der Rollerblades gefallen. Übrigens, das Gummi auf den Rollen fängt irgendwann an zu bröseln. Dann funktioniert der Effekt gar nicht mehr. Jeden Freitag kommt ein neues spannendes Video für euch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Danke!